Also das Wort Anatta selbst ist die Verneinung von selbst, also kein Selbst, nicht Selbst. Und es ist eins der drei Charakteristika unseres Daseins. Und der Buddha unser Dasein beschrieben hat, sprach von drei Charakteristika, die unser Dasein kennzeichnen. Und das erste Charakteristikum ist Anicca, die Nichtbeständigkeit, Unbeständigkeit, Vergänglichkeit. Und das zweite Charakteristikum ist Dukkha, die Leidhaftigkeit. Und das dritte ist Anatta, nicht selbst. Darüber wollte ich ja jetzt was sagen, über Anatta. Anatta, genau. Ach so, ja. Aber man sollte sich schon versuchen, im Kontext zu sehen, weil da auch ein gewisser Zusammenhang besteht. Obwohl gesagt wird, wer eins dieser Charakteristika sieht, sieht gleichzeitig auch die anderen. Und von daher, wenn man das so versteht, ergibt sich einfach die Möglichkeit, eins dieser Charakteristika also anzuwenden für sich selbst, um der Wahrheit näher zu kommen. Und man könnte annehmen, dass es für verschiedene Charaktere unter Umständen verschiedene Zugriffe auf die Wahrheit gibt. Und ich weiß, Ajahn Chah hat immer gesagt, der einfachste Zugriff auf die Wahrheit ist über die Vergänglichkeit, weil sie zunächst an der Oberfläche zumindest einmal am ehesten zu durchdringen, am ehesten zu durchschauen, am ehesten zu erkennen zu sein scheint. Die Vergänglichkeit der Dinge, die Tatsache, dass nichts beständig ist. Und tatsächlich hat, wenn der Buddha über diese drei Charakteristika gesprochen hat, zu den Mönchen oder Nonnen oder auch den Laien zu seiner Zeit, oftmals begonnen mit diesem Charakteristikum von Vergänglichkeit. Er hat also die Mönche gefragt, so ein kleines Frage-Antwort-Spiel gegeben, gesagt, diese Dinge, die unser Dasein ausmachen, dieser Körper, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken, geistige Formationen, Bewusstsein, all diese Dinge, hat sie gefragt, sind diese Dinge vergänglich oder unvergänglich? Sind sie beständig oder unbeständig? Und die Antwort war natürlich unbeständig, vergänglich. Dann hat der Buddha weiter gefragt und gesagt, was vergänglich ist, ist das Glück bringend oder ist es Leid bringend? Und dann haben die Mönche geantwortet darauf, naja, weil es vergänglich ist, unbeständig ist, ist es auch nicht glückbringend, ist Leid bringend, ist Leiden, leidhaft. Und dann hat der Buddha weitergefragt, was vergänglich und leidhaft ist, ja, hat dann oftmals noch dieses zweite Wort unbeständig, ja, vergänglich, unbeständig, leidhaft, was vergänglich, unbeständig, leidhaft ist, kann man von dem zu Recht sagen, das bin ich, das ist mein Selbst? Die Antwort war natürlich nein. Wenn etwas vergänglich ist, unbeständig, darum leidhaft, kann ich davon nicht zu Recht behaupten, dass es mir gehört, dass ich das bin, dass es mein Selbst ist. Und dann hat er wohl gesagt, wer dies der Wahrheit gemäß sieht, der wird von diesen Dingen ernüchtert. Die Dinge beginnen in den Hintergrund zu treten, an Wichtigkeit zu verlieren. Man wird befreit von diesen Dingen, die vergänglich sind, leidhaft und nicht selbst. Und dieser Prozess der Einsicht in diese drei Charakteristika führt automatisch dazu, dass sich der Geist abwendet. Wenn ich diese Wahrheit sehe, ich sehe, die Dinge sind vergänglich, die Dinge sind leidhaft, die Dinge sind nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst, dann ist das Interesse, dann verliere ich das Interesse. Und die Dinge
schwinden und durch das Schwinden verschwinden sie und letztendlich wird der Geist befreit. Und von daher muss man halt schauen, wie verschaffe ich mir den Zugriff? So die erste noble Wahrheit, Dukkha, es ist Leiden, hört sich zunächst mal ja, heftig an. Aber man muss halt schauen, der Buddha hat von verschiedenen Arten des Leidens gesprochen. Und die Tatsache, dass sie eben vergänglich sind, die Dinge, ist ein Umstand, der zu diesem Leiden führt. Und die Leidhaftigkeit, wenn eine Sache unbeständig ist, wenn ich sie nicht kontrollieren kann, wenn sie sich meiner Kontrolle entzieht, dann kann ich davon auch nicht sagen, das bin ich, das ist mein Selbst. Und so kann man halt versuchen zu untersuchen, wenn man damit als praktisches Mittel im täglichen Umgang mit unserer Umwelt arbeiten will, kann man versuchen zu entlarven, wie sich diese Nicht-Selbstheit darstellt. Sie stellt sich dar durch diese anderen beiden Charakteristika unter anderem. Das kann man kann also den Zugriff auf Anatta finden oder zu Anatta finden, indem man über diese anderen beiden Charakteristika dahin kommt. Aber es geht letztlich darum zu sehen, wie wir immer entweder versuchen, auf der Ebene unserer Anschauungen, auf der Ebene unserer Ansicht, ein Selbst zu postulieren. Das heißt, wir die Art und Weise, wie wir uns sehen, unsere Anschauung von uns selbst, läuft immer über dieses Zentrum von Ich, läuft immer über die Identifikation eines Ichs durch die Dinge in der Welt herum. Ich habe mein Selbst hier drin und da ist diese Welt da draußen. Und wenn ein Selbst da ist, hat der Buddha mal gesagt, dann gibt es auch Dinge, die dieses Selbst kontrollieren will. Und wenn es Dinge gibt, die wir kontrollieren wollen, dann deuten die auch auf ein Selbst. Und wenn wir sehen, wie wir versuchen, die ganze Zeit unser Dasein, unser Erleben, unsere Wahrnehmung im Umgang mit uns selbst, unseren Mitmenschen, mit unserer Umwelt zu kontrollieren, dann können wir sehen, dass wir einfach davon ausgehen, dass wir in Kontrolle sind. Aber wenn wir dann genau hinschauen, merken wir sind eigentlich nicht in Kontrolle. Denn all die Dinge, die wir so gerne so hätten, wie wir sie gerne hätten, entziehen sich oftmals unserer Kontrolle. Der Ger hätte gerne mit gekreuzten Beinen gesessen, konnte aber nicht. Alter ist eine Sache, wo wir alle, was uns allen bevorsteht. Krankheit ist eine Sache, die uns allen bevorsteht. Die Unfähigkeit, den Körper zu kontrollieren, die Unfähigkeit, den Körper so zu erhalten, wie wir den gerne hätten. Die Unfähigkeit, unsere Gefühle zu kontrollieren, sei es körperliche Gefühle, übersehen, hören, riechen, schmecken, die vielen, vielen Eindrücke, die wir täglich, stündlich, minütlich, die auf uns einströmen, die können wir alle gar nicht kontrollieren. Und in dem Moment, wo diese Eindrücke kommen, kommt mit den Eindrücken ein Gefühl auf. Manchmal ist es ein angenehmes Gefühl, manchmal unangenehmes Gefühl. Aber wir haben eigentlich gar keine Kontrolle über diese Gefühlswelt, über unsere Wahrnehmung. Selbst unsere Wahrnehmung können wir nicht kontrollieren. Wir können sie vielleicht über eine längere Zeit verändern, indem wir den Geist entsprechend ausrichten. Aber unsere Wahrnehmung laufen in bestimmten Bahnen. Wir nehmen immer wieder in der gleichen Weise diese Welt wahr. Und von daher haben wir auch über diese Wahrnehmung keine Kontrolle, über unsere Erinnerung. In Thai übersetzen wir das Wort Sanya oft mit Erinnerung. Ja, und auch zu Recht, weil diese Erinnerung, die ist auch vergänglich. Und weil sie vergänglich ist, ist sie leidhaft. Und weil sie vergänglich und leidhaft ist, entzieht sie sich auch unserer Kontrolle. Viele Dinge,
Wie Erinnerungsvermögen zum Beispiel schwindet auch im Alter zum Beispiel. Viele Sachen können wir uns plötzlich nicht mehr erinnern. Ja, viele ältere Menschen haben ein Langzeitgedächtnis, aber das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr so gut. All die Dinge, von denen wir meinen, dass sie uns gehören, ja, dass sie unser Selbst darstellen, sind Dinge, die, wenn wir sie beginnen zu beobachten, man kann es einfach nicht halten, man kann es nicht rechtfertigen. Die Idee, dass uns diese Dinge gehören, hängt immer mit diesem Anspruch der Kontrolle zusammen. Und wenn wir da versuchen zu sehen, wie oft diese Dinge außerhalb unserer Kontrolle liegen, dann haben wir schon eine gute Möglichkeit, diesen Aspekt von Nicht-Selbst, von Anatta, zu erkennen, können erforschen, diese Art und Weise, die Notwendigkeit, uns in einer bestimmten Weise darzustellen, unseren Mitmenschen gegenüber, und dieser Versuch, der dann auch oftmals scheitert, weil einfach die Umstände so viele sind, dass wir sie einfach nicht kontrollieren können. Also diese drei Ebenen von Nicht-Selbst, von denen der Buddha sprach, auf der Ebene von Anschauung, ja, sprach er Nicht-Selbst, auf der Ebene von Anschauung, nicht mein und nicht ich. Ich bin ist so eigentlich der subtilste oder tiefste, die tiefste, tief sitzendste Form des Selbst. Ja, dieser Dünkel, ich bin, ja, der sich auch in diesem Prozess der schrittweisen Erwachung bis hin zuletzt mit durchzieht. Diese Idee von ich bin, diese Annahme, ich bin im Sinne von ich bin besser, ich bin schlechter, ich bin gleich. Aber selbst dieses subtile Mein machen oder ich zu einem Ich machen, ist eine Sache, die sich bis kurz vor der endgültigen Erwachung hindurchzieht. Mein. Wenn ich da ist, ist auch mein da. Das heißt, wir sehen die Dinge, ob wir es wollen oder nicht, immer wieder durch diese Brille oder durch diese Gläser des Mein. Wir können gar nicht anders sehen als mein. Und ja, wie arbeitet man damit, wie geht man damit um, wie versucht man praktisch damit umzugehen, ist sehr, sehr tief, ist sehr, sehr schwierig. Wirklich die Sache, die am längsten, am tiefsten in uns drin sitzt. Und deshalb, gerade deshalb sagen halt oftmals viele Lehrer auch, man sollte sich dem erstmal über diese anderen Charakteristika nähern. Dass man erstmal beginnt zu sehen, wahrzunehmen, die Vergänglichkeit. Dass wir uns über die Vergänglichkeit, diesem Nicht-Selbst, annähern. Oder über die Tatsache, dass die Dinge leidhaft sind. Der Buddha hat mal gesagt, bevor ich in dieser Welt nicht gesehen habe, was das Vergnügen in dieser Welt ist, was die Gefahr in dieser Welt ist und was das Entkommen aus dieser Welt ist. Und bevor ich diese drei Dinge nicht gesehen habe, konnte ich von mir nicht behaupten, befreit zu sein. Wie? Nicht befreit zu sein. Befreit. Das heißt, bevor ich nicht gesehen habe, wie weit reicht in dieser Welt das Vergnügen, die Freude, wie weit reicht in der Welt die Gefahr und wie kann man aus dieser Gefahr entkommen, aus dieser Welt entkommen. Diese drei Dinge, das Vergnügen, die Gefahr in der Welt, das Vergnügen in der Welt, die Gefahr in der Welt und das Entkommen aus der Welt. Diese drei Dinge, bevor er die nicht gesehen hat, hat er gesagt, konnte ich nicht von mir behaupten, erwacht zu sein. Und von daher muss man wirklich diese Lehre als diese stufenweise Lehre sehen. Wenn man versucht, intellektuell Anatta zu verstehen, wird sicherlich sehr schwierig. Lumpa Tui, ein Mönch, den ich sehr schätze aus Thailand, hat mal gesagt, als ihn jemand in Perth über Anatta gefragt hat, über Anatta,
würde ich gar nicht so viel mit den Leuten sprechen, weil die gar nicht die Basis haben, die Grundlagen haben, diese tiefste Wahrheit der Buddha-Lehre zu verstehen. Er hat ein Beispiel dann gesagt, wenn du einen Zitronenbaum pflanzt, einen frischen Zitronenbaum, und versuchst, Zitronensaft aus diesem frisch gepflanzten Zitronenbaum zu quetschen, dann wirst du dich sicherlich vergebens abmühen. Aber genauso ist es, wenn man versucht, Anatta zu verstehen, ohne erstmal die Grundlagen gelegt zu haben. Und ja, und erstmal versucht zu verstehen, wie weit reicht dieses Vergnügen in der Welt, wie weit reicht das Angenehme in der Welt. Und warum ist es angenehm? Was ist es angenehm in der Welt? Das heißt, alle Freude, alles Vergnügen, was entsteht im Kontakt mit der Welt, der Sinne, über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken, das ist das Vergnügen in der Welt. Und der Buddha hat gesagt, wenn es dieses Vergnügen in der Welt nicht gäbe, dann würden die Leute auch diesem Vergnügen in der Welt nicht nachjagen. Da wurde also ganz klar gesagt, es gibt dieses Vergnügen in der Welt, es gibt diese Freude in der Welt, die sich aus dem Zusammen, aus diesem Kontakt mit der Sinnenwelt ergibt. Das heißt, wenn wir angenehme Dinge sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, dann freuen wir uns, dann sind wir glücklich, dann geht es uns gut. Das ist die Freude. Und der Buddha hat gesagt, er hat erfahren, wie weit diese Freude in dieser Welt reicht. In anderen Worten, er hat gelebt, er hat diese Welt erfahren. Hat aber dann geschaut, okay, was ist denn die Gefahr in dieser Welt? Wo liegt denn die Gefahr in dieser Welt? Er hat gesagt, wenn es diese Gefahr nicht gäbe, dann würden die Menschen auch nicht versuchen, aus dieser Welt zu entkommen oder sich von dieser Welt abwenden. Weil es die Freude gibt, weil es das Vergnügen gibt, jagen sie dem Vergnügen nach, weil es aber auch die Gefahr in der Welt gibt, wenden die Leute sich von der Welt ab. Und die Gefahr liegt eben genau darin, dass diese Dinge vergänglich sind. Die Tatsache, dass nichts in dieser Welt zu halten ist. Alles ist ständig im Begriff, uns wie Sand zwischen den Fingern dahin zu rennen. Unsere Jugend, unsere Schönheit, unsere Gesundheit, all diese Dinge sind Dinge, die wir letztendlich abgeben müssen, aufgeben müssen. Und da liegt die Gefahr. Und warum liegt die Gefahr da? Und dann hat der Buddha einmal auch ein sehr schönes, jemanden mal gefragt, der von ihm wissen wollte, der Buddha sollte ihm Vergänglichkeit erklären. Und der Buddha, wenn ich jetzt Vergänglichkeit hinsichtlich vergangener Dinge oder zukünftiger Dinge erkläre, das bringt es alles nicht. Ich versuche dir das mal hier anhand von nachvollziehbaren Dingen im Hier und Jetzt zu erklären. Dann hat sie gesagt, wenn deiner geliebten Frau irgendwas passieren würde, die würde, was weiß ich, würde irgendwo dir geraubt oder die würde irgendwo gefoltert oder umgebracht oder was auch immer. Würdest du dann Trauer empfinden? Und der Mann hat natürlich gesagt, ja klar. Und wie wäre es, wenn sie deinen Sohn ins Gefängnis sperren würden? Würdest du dann Trauer empfinden? Ja, sehr viel Trauer. Dann hat der Bruder gesagt, genau da liegt's. Die Dinge, die uns lieb sind, die Dinge, an denen wir anhaften, die Dinge, zu denen wir eine Beziehung aufgebaut haben, die Dinge, über die wir uns in der Welt als selbst identifizieren, die Dinge sind die, wo diese Vergänglichkeit wehtut. Das sind genau die Dinge, die wir kontemplieren müssen, die wir uns untersuchen müssen. Wenn wir uns hinsetzen und schauen, wie die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen, das ist wunderbar, da sehen wir auch Vergänglichkeit. Aber das stört uns nicht so sehr. Die kommen im nächsten Frühjahr wieder und gut ist. Aber wenn die Vergänglichkeit in unserem nächsten Verwandtenkreis sich manifestiert, dann tut es schon ein bisschen weh. Geschweige denn, wenn sich die Vergänglichkeit hinsichtlich unseres eigenen Körpers manifestiert. Dann tut es noch weh. Und dann wurde halt gesagt, genau da muss man eben schauen. Man kann nicht da draußen schauen, man kann nicht in der Welt schauen, man kann nicht versuchen, Vergänglichkeit oder Leidhaftigkeit oder nicht selbst zu verstehen, indem man die Welt da draußen kontempliert oder reflektiert oder darüber sinnt und nachdenkt. Sondern man muss den direkten Bezug
zu unserem vermeintlichen Selbst herstellen. Und nur über diesen Bezug kommen wir wirklich dieser Wahrheit der Vergänglichkeit näher und können sie wirklich sehen, weil wir sie fühlen, weil wir den Schmerz direkt fühlen. Das heißt, wir müssen, wenn wir Vertrauen in die Lehre des Buddhas haben und wirklich sehen wollen, wie weit reicht dieses Vergnügen in der Welt, wie weit reicht die Gefahr in der Welt, dann müssen wir genau die Dinge untersuchen, die uns in unserem Leben Freude machen, die uns Glück bringen, die uns angenehm sind, und müssen genau die Dinge untersuchen im Hinblick auf ihre Vergänglichkeit, um zu sehen, aha, genau da, hypothetisch, wenn das und das passierte, nämlich den Dingen, die uns lieb sind, an denen wir anhaften, wie würde ich mich dann fühlen? Und da sehen wir, wie dieses Mein entsteht. Denn wenn sie nicht mein wären, wenn es nicht meine Frau wäre, mein Sohn wäre, der da ins Gefängnis geworfen wäre, oder die meine Frau wäre, die da entführt worden wäre, dann wäre es nicht mein Problem. Aber in dem Moment, wo es meine Dinge sind, da habe ich ein Problem. Und genau da können wir auch untersuchen, warum tut's weh? Es tut weh, weil es meine Dinge sind, weil ich sie zu mein gemacht habe. Und dann hat der Buddha gesagt, wie weit oder was ist denn das Entkommen aus dieser Welt? Er hat also aufgezeigt die Vorzüge, das Vergnügen, die Freude in dieser Welt, nämlich die schönen Dinge, die wir erleben und erfahren können. Er hat die Gefahr aufgezeigt, die Tatsache, dass all diese Dinge letztendlich der Vergänglichkeit anheimfallen müssen. Und dann hat der Buddha gesagt, ja, und okay, wenn es dieses Vergnügen nicht gäbe, würden die Leute dem nicht nachrennen. Wenn es diese Gefahr nicht gäbe, würden die Leute sich von der Welt nicht abwenden. Aber wie sieht's denn mit dem Entkommen? Wie sieht's denn damit aus? Wie sieht's denn realistisch damit aus, mit der Möglichkeit, aus diesem Dilemma herauszukommen? Was ist das Entkommen aus dieser Welt? Da hat der Buddha eben genau gesagt, es ist genau diese Begierde nach diesen Dingen, die wir aufgeben müssen. Und da liegt eben dieser berühmte Catch-22. Wie können wir die Begierde aufgeben an Dinge oder zu Dingen, die wir für uns selbst haben, für unser Selbst halten, für mein halten, für ich bin halten? Wie können wir loslassen von dem Verlangen, von der Anhaftung an Dingen, die uns so nahe stehen? Und das geht eben nur über, ich meine, der Buddha hat dann natürlich gesagt, die einzige Möglichkeit, diese Begierde loszuwerden oder diese Begierde, sich von der Begierde abzuwenden, diese Begierde abzuwerfen, ja, der einzige Weg daraus ist dieser achtfache Weg. Und ich meine, auf den könnte man jetzt, gehe ich vielleicht auch noch ein bisschen ein, aber das ist das Dilemma. Wir begehren etwas, was wir für uns, für unser Selbst halten. Das heißt, wir müssen eigentlich verstehen, tief hineinblicken in die Tatsache, dass eben diese Dinge nicht uns gehören, dass sie nicht mein sind. Und diesem Nicht-Mein können wir uns dann wieder natürlich annähern über das Kontemplieren und das Beschauen dieser Vergänglichkeit, dieser Leidhaftigkeit, die sich aus der Vergänglichkeit entgibt, über das Kontemplieren der Unfähigkeit, diese Dinge zu kontrollieren. Das ist natürlich der Zugang. Wenn ich wirklich sehe, die Dinge sind vergänglich, wenn ich es wirklich sehe, dann lasse ich sie los. Wenn ich wirklich sehe, die Dinge sind leidhaft, dann lasse ich sie los. Wenn ich wirklich sehe, die Dinge gehören mir nicht, dann lasse ich sie los. Aber wie um Himmels Willen kann ich diese tiefe Einsicht erwerben, zu sehen, mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein Sohn, meine Freunde, mein Körper, meine Gefühle, meine Wahrnehmung, meine Erinnerung, meine Gedanken, mein Bewusstsein, all die Dinge sind nicht mein. Weil da kommt ja die Angst hoch, die mir sagt, hey, wenn das nicht meins ist, wo bin ich dann?
Das heißt, diese fundamentale Verblendung, dass ich existieren muss, diese Annahme, dieser tiefste Dünkel, ich bin, der sitzt ja so tief, dass wir bereit sind, all diese Dinge für uns oder für unser Selbst zu halten. Obwohl es eigentlich bei einigen Dingen offensichtlich zu sein scheint, wenn man intellektuell an die Sache rangeht, na klar, die Dinge sind vergänglich, was vergänglich ist, ist leidhaft, und was leidhaft ist, bin ich doch nicht, ist doch nicht meins. Naja, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, können wir die Dinge loslassen, fangen wir an zu weinen, wenn uns irgendwas weggenommen wird, fangen wir an zu weinen, wenn wir krank werden, fangen wir an zu weinen, wenn wir alt werden, fangen wir an zu weinen, wenn wir sterben, wenn wir die Dinge loslassen müssen, die wir intellektuell gesehen, na klar, ist nicht meins, nichts mit zu tun, verstehe ich. Selbst Vergänglichkeit verstehen wir ja nicht. Ja, weil wenn wir wirklich Vergänglichkeit verstehen würden, hat der Buddha gesagt, dann würden wir auch Leiden verstehen. Und wenn wir Leiden verstehen, verstehen wir auch nicht selbst. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen den dreien, den hat der Buddha schon klar rausgestellt. Aber er hat dann eben halt gesagt, wir können uns nicht intellektuell an diese Sache nähern. Wir müssen über diesen achtfachen Weg langsam, Schritt für Schritt, uns dieser tiefen Wahrheit nähern. Und also vielleicht einfach in groben Zügen zumindest, vielleicht gehe ich auf den einen oder anderen Faktor ein bisschen mehr ein, je nachdem. Aber dieser achtfache Weg, von dem der Buddha sagt, dies ist die einzige Möglichkeit, diese tiefe Wahrheit wirklich zu sehen. Und das fängt mit dieser rechten Anschauung an. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was ist rechte Anschauung? Dann werden wir sehen, das Verständnis von Leiden, das Verständnis von dem Grund vom Leiden, das Sehen des Ende des Leidens und der Pfad, das ist rechte Anschauung. Also schon steht in der rechten Anschauung, stehen schon wieder diese vier noblen Wahrheiten, wovon ein Teil das Sehen von nicht selbst im Prinzip ist. Aber der Buddha hat auch noch andere auf andere Weise erklärt, was rechte Anschauung ist. Das ist eigentlich die tiefste rechte Anschauung, die noble rechte Anschauung, die ein Strom eingetretener hat. Weil der hat ja schon Vergänglichkeit, Leiden, nicht selbst so tief gesehen, dass er wirklich Leiden gesehen hat, den Grund dafür. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, diese rechte Anschauung erstmal zu stark zu machen. Und eine Möglichkeit der rechten Anschauung ist zum Beispiel auch, der Buddha hat gesagt, diese tiefe Weisheit des Entstehens und Vergehens der Dinge. Sind wir aber auch wieder bei einer dieser drei Charakteristika. Das heißt, wir kommen im Endeffekt nicht drum herum, um diesen Pfad wirklich zu gehen, muss unsere rechte Anschauung zunächst mal sich gefestigt haben im Hinblick auf diese tiefen Wahrheiten. Aber also um wirklich Anatta bis ins Tiefste zu sehen, muss der Pfad wirklich gegangen werden. Der Pfad fängt eigentlich erst an mit rechter Anschauung des eines Strom eingetretenen. Und davor sprach der Buddha immer von weltlicher rechten Anschauung. Das heißt, wir haben diesen achtfachen Pfad, den wir mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, langsam aber sicher etablieren, das heißt, wir tasten uns vor, mal ein bisschen rechte Anschauung, rechte Rede, rechter Lebenserwerb, rechte Sammlung und alles ein bisschen kreuz und quer. Aber letztendlich kommt der Pfad zusammen, in dem diese tiefe Einsicht, die erste tiefe Einsicht in diese Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbstheit erscheint. Das heißt, alles arbeitet darauf hin. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal diesen achtfachen Pfad auf der weltlichen Ebene praktizieren. Das heißt, wir müssen rechte Anschauung haben hinsichtlich von, also mit Vertrauen, diese rechte Anschauung gewinnen, dass der Buddha wirklich wusste, wovon er geredet hat, zum Beispiel. Dass wir wirklich das Vertrauen darin haben, dass der Buddha gesehen hat, wie die Dinge wirklich sind. Weil dann haben wir das Vertrauen,
diesen Weg wirklich zu gehen. Die rechte Anschauung, ja, da ist Wiedergeburt, ne? Da ist Karma, ne? Ursache, Wirkung. Ne? Die Dinge, die entstehen nicht einfach aus nichts, ne? Einfach nur so. Ne? Unsere Handlungen, wir müssen Verantwortung für unsere Handlungen übernehmen. Ne? Da ist dieses Leben, da ist diese Welt, da ist die nächste Welt. Da sind Mutter und Vater, da ist die Dankbarkeit, unsere dagegen, den der Eltern gegenüber, da ist die Frucht von Geben, Großzügigkeit, all diese Dinge. Ne? Das sind alles Sachen, die der Buddha halt rechte Anschauung auf weltlicher Ebene nannte. Und wenn wir die schon mal haben, ne? Der Buddha hat mal gesagt, wenn wir gute Freunde haben zum Beispiel, dann würden wir den achtfachen Pfad auch praktizieren. Warum? Weil wir jemanden haben, der wirklich das da mal verstanden hat. Kalyanamitta im eigentlichen Sinn ist natürlich immer jemand, der da mal wirklich verstanden hat. Also eigentlich streng genommen Arya, also jemand, der mindestens Sturm eingetreten ist. Aber nichtsdestotrotz, gute Freunde haben heißt auch, ne, Freunde haben, mit denen wir zusammen meditieren, mit denen wir zusammen praktizieren, uns über die, wenn wir es da mal unterhalten können. Und wenn wir solche Freunde haben, dann werden wir auch immer wieder uns bemühen, diesen achtfachen Weg zu gehen, diese rechte Anschauung immer mehr zu verfestigen, zu versuchen, wirklich im täglichen Alltag diese Dinge, in die wir ja nun mal Einsicht gewinnen wollen, auch zu versuchen zu sehen und zu beobachten. Das heißt, wir untersuchen die Welt im Hinblick auf Vergänglichkeit. Wir haben keine Angst mehr vor Vergänglichkeit, weil der Buddha gesagt hat, hier, Vergänglichkeit sehen, dann werdet ihr befreit. Ja? Aber es ist ja genau das Problem. Wir haben ja Angst vor Vergänglichkeit und deshalb schauen wir ja gar nicht hin, ne, wenn Dinge vergänglich sind. Wir haben ja Angst vor Leiden und schauen gar nicht hin, ne, wenn Dinge leidhaft sind. Wir haben ja Angst davor, dass unser Selbst, unser geliebtes Ich gar nicht existiert. Und deshalb wollen wir das ja auch gar nicht sehen. Aber je mehr gute Freunde wir haben, je mehr wir uns mit der Sache befassen, je mehr Vertrauen wir haben, umso mehr fangen wir an, diesen achtfachen Pfad dann zu praktizieren. Und der geht ja dann weiter mit rechter Absicht. Diese rechte Absicht hinsichtlich des Loslassens der Dinge, die wir als eine Bürde erkennen, leidhaft erkennen. Das heißt, wir können immer mehr reflektieren und sehen, wie wir in unserem Leben immer mehr grobe Dinge abwerfen, loslassen. Ja, dieser Prozess der Entsagung heißt ja nicht, ich muss mir unbedingt sofort den Kopf rasieren und Mönch oder Nonne werden, ja, sondern Entsagung fängt ja mitten im sogenannten echten Leben an, ne, indem wir eben den Dingen entsagen, die wir klar erkennen, als Dinge, die uns das Leben beschweren, die eine Bürde sind, die leidhaft sind. Ne. Diesen Dingen beginnen wir zu entsagen. Ne. Die andere Absicht ist keine böswilligen Gedanken fassen, ne, keine grausamen Gedanken oder verletzende Gedanken fassen. Diese rechte Absicht, das heißt, wir schauen die ganze Zeit auf unseren Geist, achten darauf, was unsere Absichten in unserem Geist sind. Und diese drei, von denen der Buddha eben bei diesem zweiten Faktor des achtfachen Pfads sprach, diese rechte Absicht, ist eben diese dreifache rechte Absicht. Keine böswilligen Gedanken, keine böswillige Absicht, keine verletzende oder Absicht der Grausamkeit in irgendeiner Hinsicht und diese Absicht des Entsagens, des Loslassens. Und aus dieser Absicht, aus dieser Absicht des Geistes ergeben sich auch die Gedankenmuster weiterhin. Das heißt, je klarer wir uns über unsere Absichten werden, umso klarer werden unsere Gedanken, umso gezielter werden unsere Gedanken. Und dann wird auch unsere Sprache, der dritte Faktor des achtfachen Pfades, die rechte Sprache, rechte Rede, wird langsam bereinigt. Rechte Rede, abstehen von falscher Rede, von Lügen, abstehen von Hintertragen, abstehen von grober Rede, abstehen von leerem Geschwätz. Das heißt, unsere Sprache einsetzen in einer Art und Weise, wie sie uns selbst und anderen Menschen um uns herum Freude macht und zuträglich ist nützlich ist. Nette Worte, freundliche Worte, liebenswerte Worte,
ehrliche Worte, wahre Worte, kein leeres Geschwätz, kein dummes Zeug reden, nicht einfach nur schwätzen um des Schwätzen Willens, keine grobe Rede, keine verletzende Rede, keine hintertragende Rede, keine Rede, die andere Menschen herabsetzt. Das heißt, je klarer wir unsere Absichten haben, basierend auf unserer rechten Anschauung, umso klarer, umso reiner wird auch unsere Sprache. Und dann unser Handeln auf der Ebene der 5 ethischen Regeln, kein Lebewesen töten, nichts stehlen, kein unrechter Sex, kein Alkohol, keine Drogen. Im Handeln unseren Körper einsetzen. Beim zweiten Faktor ging es um den Geist, die Absicht. Beim dritten Faktor um die Sprache. Beim vierten Faktor um unseren Körper. Wie setzen wir unseren Körper ein? Rechtes Handeln, unseren Körper dazu benutzen, uns selbst kein Leid zuzufügen und niemandem anderen Leid zuzufügen. Und dann rechter Lebenserwerb. Das sind alles die Faktoren, die auf der Ebene von Ethik und Tugend noch in diese Kategorie von Tugend noch reinfallen, rechter Lebenserwerb, ne, eben schauen und konsequent sein. Wie unterhalte ich mein Leben? Was für eine Arbeit mache ich? Welche Arbeit mache ich nicht? Bin ich bereit, Kompromisse zu machen? Bin ich bereit, meine Ethik zu kompromittieren, indem ich meinetwegen eine Arbeit ausführe, die mir irgendwie da einen Konflikt in der Richtung bereitet, ne, vor meinem ethischen Verständnis? Die Konsequenz haben, das Vertrauen darin haben, dass, wenn ich mir einen rechten Lebenserwerb suche, aus dieser Überzeugung, ne, dass das der richtige Weg ist, dann werden mir auch gute Dinge widerfahren. Es sind oft viele Leute, die ich kannte, die ganz konsequent gesagt haben, die und die Sachen mache ich nicht mehr. Und dann kam ihnen noch irgendwann das zugute und letztendlich haben sie dann auch einen rechten Lebenserwerb gefunden. Und dann wird's interessant, weil dann fängt, was heißt, wird's interessant, aber ne, dann geht's in diese meditative Ebene rein des achtfachen Pfads, nämlich mit dieser rechten Anstrengung. Und das ist eigentlich der Faktor des achtfachen Pfades, wo wir die Welt in Richtung Meditation leiten. Weil diese rechte Anstrengung ist vom Buddha immer wieder genannt worden als Mittel, um diesen nächsten Faktor, nämlich rechte Achtsamkeit, zu entwickeln, dadurch, dass wir unseren Geist bewachen und behüten. Und diese Bewachung, diese wirklich ernsthafte, jetzt viel noch viel ernsthaftere Bewachung des Geistes dahingehend, dass wir unheilsame Dinge, diese 4 rechten Anstrengungen, unheilsame Dinge, die wir erkennen als unheilsam, abwehren, unheilsame Dinge, die bereits im Geist entstanden sind, rausschmeißen, heilsame Dinge in den Geist hineinbringen, einladen und diese heilsamen Dinge im Geist zur Perfektion zu bringen. Diese 4 geteilte Rechte, der rechte Kampf, wie Neumann übersetzt hat. Und man kann verstehen, warum. Der Buddha hat mal ein schönes Beispiel gegeben von diese 4 rechten Kämpfe oder für diese rechte Anstrengung. Hat diese erste rechte Anstrengung, die immer wieder anfängt, dass wir unsere Absicht stark machen. Unsere Absicht, diesen unheilsamen Geisteszuständen entgegenzuwirken, stark machen. Den Willen aufbringen, dagegen was zu tun. Verlangen, Begierde aufbringen, da wirklich was gegen zu tun. Und das ist deshalb als rechter Kampf übersetzt worden. Aber der Buddha hat es mal dargestellt, hat den ersten rechten Kampf als in der Schlacht als die Elefanten oder die, wie sagt man, Combat Tuskers, ja, diese großen Elefanten, die damals in diesen Feldzügen hatten, die waren immer ganz vorne in der Schlacht. Und warum? Ja, weil die ersten Pfeile und alles irgendwo abgewehrt haben. Das war so quasi deren Wall, wohinter sie irgendwie in die Schlacht gezogen sind. Das heißt, abwehren,
von unheilsamen Geisteszuständen, ja, verglichen mit diesen großen, starken, gepanzerten Elefanten, die irgendwie die Pfeile des Gegners abgewehrt haben. Und diese zweite rechte Anstrengung, das Vertreiben von unheilsamen Geisteszuständen, hat der Buddha verglichen mit, wie sagt man, Kavallerie. Also die dann auf dem Pferd oder so dann da reingeritten sind und auch wirklich die Schlacht geschlagen haben, sozusagen. Das heißt, die Aktiven, die angegriffen haben. Das heißt, wir müssen wirklich, wirklich kämpfen, wirklich Energie aufbringen, um unheilsame Geisteszustände, die schon mal im Geist entstanden sind, loszuwerden. Wirklich die Anstrengung zu machen, diese aktive Anstrengung zu machen, dahin zu gehen und die irgendwie loszuwerden. Wirklich was dagegen zu tun. Weil wenn wir nichts dagegen tun, dann nisten die sich im Geist ein und bleiben da und werden zu Gewohnheiten und irgendwann kriegt man sie überhaupt nicht mehr raus. Und die heilsamen Zustände, die wir im Geist entstehen lassen sollen, wurde verglichen mit Proviant und Ausrüstung und auch Munition und eben halt allem, was uns so erhält oder unterhält. Und diese heilsamen Geisteszustände sind das, wofür wir uns wirklich ernähren. Also das, was uns die Kraft gibt, wirklich durchzuhalten. Weil wenn überhaupt keine heilsamen Geisteszustände da sind, dann ist es auch irgendwo schwer weiterzumachen. Und dann die Infanterie, das sind dann diejenigen, die dann reingehen in das Land besetzen und sich da bereit machen und das Land neu aufbauen. Und das ist halt eben dieser vierte rechte Kampf oder die vierte rechte Anstrengung, wo es eben darum geht, diese heilsamen Geisteszustände, die wir nun einmal im Geist erweckt haben, hochgebracht haben, auch zu erhalten, zu kultivieren und zur Perfektion zu bringen. Aber wenn man sich überlegt, das ist genau wie wenn wir hier die Halle sauber machen, ne, wenn wir den Dreck wegmachen, was passiert dann? Wenn wir den Dreck wegmachen, was passiert? Genau, super. und deshalb, man könnte sagen, wenn man wirklich die ersten beiden rechten Anstrengungen wirklich, wirklich pflegt, ne, nämlich unheilsame Geisteszustände gar nicht erst reinlässt und die unheilsamen rausschmeißt, ne, das heißt, wir machen den Dreck weg, dann wird es automatisch sauber. Das heißt, alleine durch diese Anstrengung, ne, unheilsame Geisteszustände gar nicht erst reinzulassen, ne, und die heilsamen, unheilsamen rauszutreiben, ne, wird es alleine schon sauber und heller. Und dann haben auch heilsamere Geisteszustände viel mehr Möglichkeit, sich dann irgendwo im Geist niederzulassen. Und die heilsamen Geisteszustände, von denen der Buddha gesprochen hat, ne, nichts anderes als diese sieben Erleuchtungsglieder, aber ich weiß nicht, wie haben wir eigentlich 2009. Na, könnte man auch noch eine ganze Stunde drüber reden, aber nur um da mal ein kleines Bild von zu geben, ne, das ist das, worum es dem Buddha ging. Das sind die heilsamen Geisteszustände, die wir kultivieren sollen, weil oftmals wir haben so eine recht vage Idee, was wohl unheilsame Geisteszustände sind. Klar, Gier und Ärger und Hass und Neid und ne, alles, aber was sind wirklich heilsame Geisteszustände im Hinblick auf wirklich Sehen dieser tiefen Wahrheit letztendlich, diese Ich-Losigkeit in diesem ganzen Phänomen? Da hat der Buddha gesagt, diese sieben Erleuchtungsglieder, ne, das sind die wirklich heilsamen Geisteszustände, von denen er sprach, die es zu kultivieren gibt. Und die fangen an mit Sati, Geistesgegenwart, auch im Sinne von Erinnerung, nämlich sich der Wahrheit des Dhammas erinnern, immer wieder Dhamma-Vorträge hören, immer wieder Dhamma-Vorträge lesen, sich erinnern an das Dhamma des Buddhas, heißt Sati, rechte Achtsamkeit, rechte Geistesgegenwart, und ich will einfach mal sagen, rechtes sich erinnern an das Dhamma, an die Lehre, folgt. Das nächste, was folgt, ist dieses Dhammavicayo. Dhammavicayo ist Untersuchen der Lehre. Das heißt, wenn wir uns der Lehre erinnern, mit Sati, wenn wir mit Achtsamkeit, mit Geistesgegenwart, das Dhamma versuchen, uns vor Augen zu halten. Das heißt, wir,
Wir sehen die Welt mit Dhamma, wir versuchen alles unter dem Aspekt der Lehre zu sehen, ja? Uns immer wieder der Lehre zu erinnern, ja? Dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Lehre wirklich zu untersuchen. Dhamma Vicayo heißt wirklich untersuchen, einblicken. Wo steht die Meditation? Ja, komme ich gleich zu. Ne? Aber Dhamma Vicayo, ganz, ganz wichtig. Ne? Weil wenn unser Geist sich nicht um Dhamma dreht, ne, wird auch die Meditation nicht unbedingt die Früchte tragen, von denen der Buddha sprach. Das heißt, diese Sati, diese rechte Achtsamkeit, dieses rechte sich Erinnern an das Dhamma, das Untersuchen der Lehre, das Beobachten und Betrachten der Welt im Sinne der Lehre, ne, folgt wozu? Bodhango Sati Sankato Dhamma Lang Vichayotata Virya führt zu Energie. Warum? In dem Moment, wo ich nämlich die Lehre mit Freude untersuche, in dem Moment, wo ich mich an die Lehre erinnere, in dem Moment, wo ich die Welt im Einklang mit Dhamma untersuche, ne, mein Erleben untersuche im Hinblick auf Dhamma, kommt Energie auf. Und diese Energie führt wozu? Zum nächsten Erwachungsglied, nämlich Freude, Bhiti. Wenn ich Energie irgendwo reinstecke, heilsame Energie, weil es nämlich die Dhamma-Energie ist, dann kommt Freude auf. Je mehr ich mich mit Dhamma befasse, je mehr ich versuche, Dhamma in meinem Leben einzubringen, umso mehr ich es untersuche und kontempliere und überall erkenne, wie die Lehre, wie wunderbar diese Lehre wirklich dargelegt worden ist, weil ich es überall erkennen kann, in meinem direkten Erleben, dann kommt Energie auf. Und diese Energie führt zu Freude. Weil wenn ich richtig Energie habe und mich mit diesem Dhamma beschäftige, dann kommt auch Freude auf. Dann kommt eine innere Freude auf. Und diese Freude führt zu einer Stillung, Pasadi. Und diese Stillung des Körpers, die Stillung des Geistes, das ist die Grundlage für Samadhi. Und das ist der sechste Glied der Erleuchtung. Samadhi, da ist deine Meditation pur, aber letztendlich, das letzte Glied ist Upekkha, nämlich Gleichmut. Und wenn wir uns diese Kette nochmal angucken, es fängt an mit Sati. Bitte nochmal, was ist das letzte Glied? Gleichmut. Bitte? Gleichmut. Ja, fängt an mit Sati, die Qualität, von der alle Buddhisten bei jedem dritten Vortrag reden, Achtsamkeit. Ja, aber auch ganz wichtig, um zu verstehen, dass Achtsamkeit auch heißt Sati im Sinne von Erinnern, ja, an die Lehre. Bodhango Sati, ja, dann mit Sati die Lehre untersuchen, Dhamma Vicayo. Mit Dhamma Vicayo die Lehre untersuchen, führt zu Energie. Energie führt zu Freude. Freude führt zu Konzentration, Samadhi, ne, tiefe Meditation, führt zu Pasadi, genau, führt zu dieser Stillung. Ne, diese Freude führt zu dieser Stillung. Ein ganz wichtiger Schritt, ne, weil wenn es um diese innere Freude geht, ne, die Stillung ist hinsichtlich der Welt da draußen. Die Welt da draußen wird still. Ich spüre den Körper nicht mehr, die Sinne werden still und es ist eine Stille, die den Geist nach innen richtet. Und dieses nach innen richten führt zu diesem Samadhi, zu dieser Sammlung im Geiste und diese Sammlung führt zu Gleichmut. Und dieser Gleichmut führt dazu, beziehungsweise ist es achte Glied, aber es heißt letztendlich, dass ich die Dinge wirklich schauen kann, ohne diese Angst davor irgendetwas zu verlieren. Erst wenn ich diesen Gleichmut habe, ne, basierend auf tiefer Meditation, basierend auf Stillung, basierend auf Freude, basierend auf Energie, ne, basierend auf Untersuchen der Lehre, basierend auf Geistesgegenwart, erinnern an die Lehre. Dieser Gleichmut, mit diesem Gleichmut kann ich dann diese Dinge schauen. Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbst. Und dann habe ich nicht mehr diese Angst.
irgendetwas zu verlieren, weil ich in meinem Inneren über dieses Samadhi, über diesen Zustand der inneren Ruhe und Sammlung und Stille, ne, einen Ort, einen Platz gefunden habe, von dem aus ich diese Dinge der Wahrheit gemäß mit Gleichmut betrachten kann. Und ich kann dann den Dingen erlauben, vergänglich zu sein. Ich kann ihnen erlauben, leidhaft zu sein. Ich kann ihnen erlauben, nicht mein zu sein. Was ich vorher nicht so gerne gemacht habe, weil die Dinge vorher noch viel zu nah dran waren. Das heißt, dieser achtfache Pfad, der in Samadhi kulminiert, in dieser Stillung, in dieser Ruhe, ist der einzige Weg, der uns wirklich dazu führt, diese Wahrheit zu sehen, weil die Wahrheit entgegen, 180 Grad entgegen unserem normalen Verständnis und unserem 180 Grad gegen unser Verlangen arbeitet. Das heißt, ich kann nicht mit Wille oder mit Willenskraft versuchen, Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit oder nicht selbst zu verstehen. Ich kann es auch nicht versuchen, ich kann es auch nicht mit dem Intellekt versuchen zu verstehen, sondern ich kann mich dem nur annähern, indem ich diesen Pfad gehe, um dahin zu kommen, dass ich den Geist zunächst einmal über diese Samadhi-Zustände, über diese stillen Ruhenzustände so weit zur Ruhe gebracht habe, dass diese Dinge, die ich im Hinblick auf Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und nicht selbst untersuchen will, eh schon mal in den Hintergrund getreten sind oder zeitweilig verschwunden sind. Weil, wenn ich nämlich wirklich, wenn der Geist sich wirklich sammelt, dann fühle ich meinen alten kranken Körper nicht mehr. Dann kannst du auf dem Stuhl sitzen, dann kannst du auf dem Kissen sitzen, dann ist egal, wo du sitzt. Wenn der Geist wirklich friedvoll ist, ist der Körper weg. Oder zumindest am Anfang selbst sehr weit im Hintergrund. Weil der Geist so zufrieden in sich ruht und gesammelt ist. Und dann kann ich mit Gleichmut beginnen, diesen Körper zu betrachten und zu untersuchen und zu sehen, aha, ist das wirklich mein Körper? Ist das mein Selbst? Sind meine Gedanken meine Gedanken? Sind meine Gefühle meine Gefühle? Ist meine Wahrnehmung meine Wahrnehmung? Und dann habe ich eine Chance, dass ich diese Wahrheit mir offenbaren kann. Diese tiefste Wahrheit von nicht mein, dieser Ich-Dünkel, ich bin. Und vorher können wir uns dem immer nur versuchen anzunähern, intellektuell oder wie auch immer. Aber letztendlich hat der Buddha gesagt, geht es wirklich nur über diesen achtfachen Pfad, dass wir uns da langsam aber sicher hintasten. Du ist die eine Rede, die so wunderbar die Wahrheit sagt, schriftlich niedergelegt. Welche war ich Lehre? Bitte? Welche Lehre meinst du? Was die sie jetzt vorgeführt haben. Diese Lehre. Ja. Der Vortrag. Der Vortrag. Der Vortrag. Der ist nirgendwo schriftlich niedergelegt. Der wird gerade momentan mündlich niedergelegt. Aufgenommen. Ja, eben. Das meine ich. Ja. Das ist gerade erst entstanden. Der ist gerade erst entstanden, der Vortrag. Der ist ja ganz toll. Ja, finde ich auch Sadhu, Sadhu. Sie steht es in keinem anderen Buch. Nee, ich habe halt jetzt ein bisschen von hier und da versucht, ein bisschen einen Vortrag zu geben, wie man sich diesem Anatta, diesem Nicht-Selbst, nähern kann. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, das kam direkt vom Herzen jetzt gerade. Bitte? Das kam direkt vom Herzen. Ist das aufgenommen worden? Ja, ich habe es aufgenommen. Kann ich dir nochmal auf CD geben? Ganz toller Vortrag. Ein ganz toller Vortrag. Deshalb wollte ich ja, dass du abends kommst am Samstag und nicht mittags und schon wieder um 6 Uhr nach Hause musst, ne? Wunderbar. Wunderbar. Der Vortrag. Also nicht so viel Lob, ne? Sonst wird mein Selbst nämlich noch größer. Also habt ihr irgendwelche Fragen noch dazu vielleicht?
Ein solcher Vortrag existiert bis jetzt in der Literatur nicht. Ach, gibt bestimmt genauso gute, wenn nicht bessere Vorträge. Bitte? Gibt bestimmt noch bessere Vorträge über Anatta. Ja. Das war halt nur das Beste, was ich heute Abend bewerkstelligen konnte. Ja. Es sind zwei verschiedene Dinge. Bücher und wenn es direkt aus dem Herzen kommt, ne, zu den Zuhörern. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Weil du hast mich halt auch, du hast mich auch ganz schön geschmissen, ne, weil ich hätte ja hätte ja alles sein können, ne, aber ausgerechnet über Anatta heute Abend einen Vortrag zu geben, so aus dem FF irgendwie. Und ich, musste ich doch schon ganz schön an meine Reserven gehen. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, sie hat mich, das war eine sehr herausfordernde Frage, mich über heute Abend über diesen Aspekt von Anatta sprechen zu lassen, weil es halt eben ein sehr tiefer Vortrag, weil es halt eben eine sehr tiefe Sache ist. Und ja. Ich musste mir halt quasi jetzt, ne, so im Laufe des Vortrags selbst behelfen, weil ich mir ja vorher keine Gedanken darüber gemacht hatte. Ach so. Dann kann ich mir ja gratulieren. Ja, kannst du gratulieren. Dass ich das gelegen, kannst auch ihr gratulieren, weil sie hat ja die Frage gestellt. Wunderbar. Gibt es da noch eine Frage zu? Kann man den dann schriftlich? Ich will den ja schriftlich nicht, aber ich wollte dir ja mal so einen CD-Spieler oder so einen MP3-Spieler besorgen, dass du dir mal da was anhören kannst. Wir nehmen jeden Samstag. Wir nehmen jeden Samstag diese Vorträge auf. Wir haben die alle auf CD und die kannst du dir alle anhören. Und ach, deshalb wollte ich ja, dass du dir die anhören kannst. Aber ich hatte Angst, wenn ich dir so einen CD-Spieler gebe mit so kleinen Knöpfen, dass du da gar nicht so gut mit umgehen kannst. Und deshalb habe ich schon die ganze Zeit überlegt, was könnte ich dir mal geben, damit du dir diese Vorträge mal da anhören kannst in Helmbrecht. Ja. Aber da finden wir schon noch irgendwas. Ja, okay. Soll dir die Schwester nach dem Essen, nachmittags oder wann du immer hören willst, jeden Tag einen anderen Vortrag vorstellen. Ja, dann gehe ich mit dir mal dahin und dann erkläre ich den Schwestern die, ne? Und dann machen wir eine Zeit aus und dann kann die dir tagsüber den irgendwann mal einschalten. In deinem Zimmer. Ne? Dann kommt die und drückt auf den Knopf für dich, wenn du damit nicht umgehen kannst. Dann kannst du dir mal so einen Vortrag anhören jeden Tag. Es gibt ungefähr. Na, 40 sind es bestimmt schon. 40 so Vorträge haben wir auf Band. Nicht alle so. Batria, du wolltest es mal. Toll, aber hörenswert alles. Aha. Aha. Du wolltest es mal? Bin ich so oft der, wenn Sie meinen, der Gleichmut ist UBK. Genau, UBK. Das ist das letzte Bojanga. Weil es halt wichtig, weil wenn dieser Gleichmut nicht da ist, dann heißt es, dass wir immer noch einen Anspruch haben. Das heißt, wir können nicht wirklich die Dinge neutral beobachten. Und Samadhi ist das, was zu Gleichmut führt. Weil wenn der Geist sich gesammelt hat und da ist Ruhe, und all diese normalen Dinge, die uns sonst so in Bewegung halten, ständig in den Hintergrund getreten sind, dann hat der Geist die Voraussetzung oder diesen Gleichmut, mit dem man dann die Dinge wirklich beschauen kann, im Hinblick auf Anicca, Dukkha, Anatta. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, das Dhamma des Buddhas ist die tollste Sache. Ja, das ist es. Mhm. Aber keiner hat es bisher so dargestellt, wie du es getan hast. Das möchte ich bezweifeln. Bitte? Das möchte ich bezweifeln. Kannst du beim Herbert erzählen? Kannst du mir Herbert erzählen? Vom Herbert? Der war nur ein Scherz am Rande. Nee, weil der war nämlich noch gar nicht da bei den Vorträgen. Er hat im ganzen letzten Jahr nicht einmal, war der hier zum Meditieren. Immer nur zum Arbeiten gekommen, der arme Kerl. Ich hätte mir so gewünscht, dass Herbert mal hier hinkommt und wirklich mal zum Meditieren. Mal zur Ruhe kommt. Noch einmal. Ja, ein oder zweimal. Wo ich mir da hinaktiv gehe. Ja, der war auch oben mal dabei. Also der war schon zwei, drei, vier Mal da über das Jahr, aber ne? Ist schon fast anderthalb Jahre jetzt. Da wurde der Studio, glaube ich, da wurde drauf gesetzt, das war wirklich so. Mhm. Genau. Da muss ich so drauf, wie ich so halt. Ja. Okay,
War das so in deinem Sinne? Also ich hatte, also ich fand den Vortrag jetzt auch total super, also auch so dieses, mit was das so alles zusammenhängt, also dieses ganze Puzzle so mal so in einem zu sehen. Was bei mir eben gerade so ist, dass es mich einfach so auf eine natürliche Art und Weise einfach immer so im Alltag auch immer wieder erwischt, dass ich immer auch so merke bei mir selber, wenn dieses Selbst einfach wieder so kommt, wenn hier dieses Verhaften wieder so da ist, dass ich das so sehr spüre und dann habe ich mir gedacht, ja gut, der erste Schritt ist jetzt die Achtsamkeit darauf, ich sehe es, aber was mache ich dann damit? Genau. Also erstmal erkennen ist klar und dann... Also das war ein toller Vortrag. Wenn man versucht, also ich fand für mich diesen Nicht-Mein eigentlich immer so die leichteste Art und Weise, das zu sehen. So nicht selbst, da geht es halt um Anschauung. Und das ist irgendwo, klar, man weiß irgendwo, dass man sich immer als selbst sieht. So man merkt es. Aber da irgendwie praktisch irgendwo hingehen zu untersuchen, fand ich immer nicht so einfach. Und dieses Ich bin, ich, als diese Form des Dünkels, klar, man kann es auch beobachten, indem man sich, ich bin besser, ich bin schlechter, ich bin gleich, dieser Dünkel, ich bin, den kann man auch schauen. Aber dieser Anspruch von mein, weil mein heißt, da ist ein gewisses Territorium, wo ich Kontrolle darüber ausübe. Und wie sich dann einfach diese Dinge meiner Kontrolle ständig entziehen. Und wie ich immer wieder versuche, Kontrolle auszuüben, wie ich versuche, Situationen zu arrangieren, wie ich versuche, Leute zu beeinflussen oder wie ich versuche, weil ich habe das Gefühl, ich habe ein Recht, da irgendwas zu kontrollieren. Warum? Weil ich das als meins sehe. Entweder das draußen oder das hier drin. Entweder das, was erlebt oder das Erlebte. Das ist immer dieser Anspruch, ich habe da Kontrolle, ich muss da Kontrolle drauf ausüben. Und da fand ich eigentlich immer am einfachsten zu schauen. So, Ich hatte mal eine Frage, ich wollte sie eigentlich bis nächste Woche aufheben, aber es ist gerade so das Thema, warum eigentlich Metta dann nicht in der Bhujanga-Reihe aufgenommen ist, weil es ja immerhin auch ein heilsamer Zustand wird auch immer als Brahma-Vihara gepriesen, aber ist halt nicht bei den Erwachungsliedern. Wenn du dir die Reihe anschaust, deshalb bin ich da jetzt auch, ich wollte gar nicht drauf eingehen, aber weil es natürlich auch ziemlich tief, aber musste ich halt in dem Zusammenhang, aber wenn du dir die Reihe genau anschaust, dann siehst du, die ist ausgerichtet auf einen bestimmten Punkt, nämlich auf dieses OPK. Und immer wenn es um das Sehen der Wahrheit geht, um das letztendliche Sehen der Wahrheit, ist immer OPK im Spiel. Egal in welchem Zusammenhang, egal in welcher Sutta, es muss dieses Schauen. Selbst Yatha Bhuta Jnana Dasana, dieses erste Schauen, für den Stromeintritt, bis hin, alle Einsichten laufen auch ab auf der Basis von UPK. Und wenn du dir halt anschaust, wie die Bhujangas dich langsam an dieses UPK ranführen, und du versuchst da irgendwo Metta mit reinzubringen, also das passt irgendwo nicht. Ja, weil die Güte halt einfach, es ist auch so was werden, dass man sagt, oh, da ist ein Wesen und das leidet und ich habe jetzt Güte, empfinde Güte für das Wesen. Aber eigentlich mit UPK ist es halt da und. Der Buddha hat die ganzen Brahma-Viharas. Ich meine, vielleicht muss man UPK da irgendwo so ein bisschen separat betrachten. Aber in den meisten Fällen hat der Buddha wenn er über die Brahma-Viharas, also Metta, also Güte, Mitgefühl, Mitfreude gesprochen hat, immer nur um Samadhi zu erreichen. Also es ist vom Buddha immer nur als geschicktes Mittel gelehrt worden, um Samadhi zu erreichen. Warum? Weil Samadhi OPK bringt, und weil OPK dieser Gleichmut die Voraussetzung ist, diese brauchst, um wirklich hinzuschauen. Also Metta halt auch zum Vertreiben von den Widerständen. Klar, dann kommt ja als, auch. Als und gegen die unheilsamen Sachen einfach hier mal wegschieben, um das OPK zu erreichen. Ja, Metta ist ja irgendwie in der richtigen Absicht mit drin, ne? So genau. Gegen Übelwollen und gegen Grausamkeit, also Metta und Karuna als Gegenmittel. Ist also im Pfad schon mit drin, ne? Ist schon richtig. Rechte Absicht, wenn man das Gegenteil nimmt,
rechte Absicht, aber ja, war ja dieses nicht keine böswillige Absicht haben, Gegenteil davon ist Metta, eine wohlwollende Absicht, keine verletzende oder grausame Absicht, entgegen davon ist Mitgefühl. Und die Pujangas sind halt eben so, ohne Sati kannst du dieses Dharma nicht erforschen. Ne? Also genau. Erst Sati, dann kann man es erforschen. Genau. Und das führt dann zu der Einsicht, die halt über die Energie zur Freude führt. Und die Freude ist die Basis, um loszulassen, um einfach Upeka zu erfahren. Genau, Freude führt zu Pasati, das ist halt dieser ganz wichtige Schritt. Ne? Piti, Pasati. Normalerweise kommt dann auch Sukha dazwischen in der Samadhi-Reihe. Also Piti, diese Freude, die sich hier aus dem Kontemplieren mit Energie der Wahrheit ergibt, diese innere Freude, führt zu dieser Gestilltheit. Und diese Gestilltheit führt normalerweise zu diesem tiefen inneren Glück. Aber dieses Glück ist in dieser Reihe nicht mit drin. Ne? Aber wenn der Buddha den schrittweisen Weg ihm zum Samadhi normalerweise beschreibt, ist Sukha, also Glück, noch mit da drin. Ja, dann würde also vor Upeka vor Samadhi nochmal Sukha kommen und dann Samadhi und dann, weil jede Stufe des Samadhi, jede Stufe der Sammlung hat Upeka, hat Gleichmut als einen Faktor. Ja? Selbst diese ersten Vertiefungen, die eigentlich immer nur um Glücksgefühle gehen, trotzdem ist Upeka ein Faktor dieser Samadhi-Zustände. Ja? Nur dieser Gleichmut verstärkt sich eben mit, je nachdem, je tiefer die Sammlung wird, umso stabiler und unerschütterlicher wird halt dieser Gleichmut. Und das kulminiert halt im vierten Jhana dann eben als dieser unerschütterliche Gleichmut, der dann im Sutten immer so als die Basis gesehen wird für die wirklich tiefen Einsichten und auch psychischen Fähigkeiten und all diese Sachen. Upeka ist im Prinzip die Basis für objektives Betrachten. Genau. Also sonst ist immer noch bewertet. Aber das ist halt interessant, weil selbst wenn man aus einem normalen, guten, netten, aus einer guten, netten Meditation kommt, ne, wo ein bisschen der Körper so ein bisschen ruhig war, wo ein bisschen Freude und Freude war und so, selbst da, ne, wenn man dann hinterher fragt, kann man diesen Aspekt von Upeka schon erkennen. Ne? Also aus jeder einigermaßen guten Meditation heraus kann ich den Geist auf Upeka relativ leicht ausrichten. Der kann einen nichts mehr erschüttern. Ja, genau. Aber der Jochen hat mich ja vor kurzem auch gefragt oder hat mir diese Frage gestellt und ich habe da keine Antwort drauf gewusst und habe gesagt, frag bei nochmal nach und ich werde mal drüber nachdenken. Ich habe jetzt aber inzwischen drüber nachgedacht und mir ist dann noch ein anderer Aspekt eingefallen, die Bojangas, also die viele Kuba-Ajans, viele Meditationsmeister trennen ja so ein bisschen den Aspekt der Parami-Praxis, also dieses Dienen, dieses langfristig das Leben heller machen und gute Qualitäten ansammeln und dann die Praxis der Bojangas, eben wo dann in der Meditation, in der formalen Praxis diese sieben zusammenkommen im Augenblick der Erkenntnis. Und das sind eben Dinge, die eben ja momentan da sind. Also man hat mal mehr Sati, mal weniger, man hat mal mehr Samadhi, mal weniger. Und diese beiden Dinge sind bei den Paramis nicht genannt. Aber Metta ist da eben genannt, so als diese Grundeinstellung des Lebens, will ich mal sagen. Aber interessanterweise ist Upeka bei den Paramis auch drin. Also ist Upeka nicht nur so ein meditativer, momentaner Zustand, das ist auch kann auch so eine Grundeinstellung des Lebens werden, dass man einfach gelassener wird und irgendwie. Ja, ich meine, da gibt es in der Jataka-Geschichte vom als Bodhisattva, vom Buddha, wo er Bauer war und also mit seinem Sohn, das war auch der Sohn, der später dann auch nach seinem Erwachen der Sohn war, also der Rahul. Und dann waren sie auf dem Acker und der Sohn hat irgendwie Gestrüpp verbrannt. Und da war eine Schlange drin und die hat ihn gebissen und dann ist er gestorben. Und dann kam ein Weißer daher, der in die Richtung vom Dorf gelaufen ist. Und dann hat er halt gesagt, ja, er soll das seiner Frau sagen, sie braucht nur noch eine Mahlzeit mitbringen, ein Vesper. Ja, also, hat er das gemacht und dann war der Frau klar, ja, der Sohn ist gestorben, ne, weil ich brauche nur ein Vesper richten. So ganz pragmatisch, gleichmütig.
Ungewollt kam er, ungewollt ging er. What's the fuss? Oder irgendwie so. Genau. Ich habe mich gefragt, wieso sie nicht traurig sind, wieso sie nicht weinen. Ja. Ich habe gesagt, das ist ja ungewollt gekommen, das weiß ich gar nicht. Das war ziemlich hart, das habe ich erst gelesen, vor 3 Wochen oder wenn das so. Aber das ist halt, wenn du die Story normal, wenn du einem normalen Menschen die Story so vorliest, dann denkt er, mein Gott, wie grausam, wie schrecklich. Ne? Herzlos. Ne, wie herzlos. Ne? Aber ne, dass er trotzdem genauso seinen Sohn geliebt hat, oder ne, das kann ja genauso sein. Ne? Nur er hat eben halt mehr tieferes Verständnis von der Wahrheit gehabt. Weil in dem Moment, wo der gestorben ist, ist er gestorben. Und da nützt alles Wehen und Klagen nichts. Die Tatsache ist, dass er tot ist. Ja, hat der Mutter das Leid erspart, 2 Portionen zu schleppen. Ja. Und das ist dieser Gleichmut und diese Gleichgültigkeit. Das ist eine Sache, die Leute immer wieder gerne vermischen. Weil gleichmütig heißt nicht gleichgültig. Ne? Das heißt nicht. Ja, es ist einfach eine andere Qualität. Es ist nicht dieses sich nicht interessieren oder nicht Anteil nehmen, sondern es ist wirklich einfach, ergibt sich einfach aus der Wahrheit aus. Genau wie der Buddha gestorben ist, ne? Da waren die Devas, also ne, himmlische Wesen, da waren etliche Mönche, da waren Laien, da waren alle möglichen Leute, die da waren an dem Tag, wo der Buddha ins Parinibbana gegangen ist, in Kusinara. Und ganz, ganz viele davon haben bitterlich geweint, weil der Buddha jetzt tot war. Man hat 45 Jahre gelehrt und so wunderbar den Leuten geholfen über so eine lange Zeit. Und ganz, ganz viele Leute haben ganz, ganz bitterlich geweint. Aber es waren nur die, dieses Dhamma noch nicht gesehen hatten. Alle, die zumindest, obwohl es stimmt gar nicht, ne? Die Ananda hat ja auch geweint, der war ja schon Strom eingetreten, oder? Mhm. Genau, und der hat nämlich auch noch geweint. Ne? Selbst als Strom eingetretener, ne? Hat der noch geweint, weil der Buddha, er war ja der Aufwärter vom Buddha, für weiß ich nicht wie viel, zig Jahre war er ja derjenige, der immer mit ihm mitgezogen ist, die ganzen Lehrreden auswendig gelernt hat und ihm geholfen hat, auch als er ganz alt und krank und bucklig schon war. Gibt's ganz tolle Suttas, wo auch der Buddha beschrieben wird. Der Buddha war ein Mensch, er war kein Gott. Der war alt, der war krank, der war bucklig, der war faltig. Der hat sich hingesetzt, seinen Rücken in die Sonne gehalten im Winter und also ganz, ganz tolle menschliche Geschichten. Aber was ich nur sagen wollte, nur die wirklich befreit waren, von, normalerweise sagt der Buddha, frei von Lust. Also dieses, oder frei von Begehren, sinnlichem Begehren, generell. Und das ist ja erst auf der dritten Stufe der Erwachung, ist ja dieses sinnliche Begehren erst komplett weg. Und wahrscheinlich hat es wirklich einen Anagami gebraucht zu der Zeit, der dann nicht geweint hat, als der Buddha gesprochen. Ich meine, das ist halt eben, Upeka ist eben die Abwesenheit oder das Neutrale zwischen schön, irgendwas wollen oder von der Aversion. Ne? Und wenn das weg ist, dann ist da das UPK da und dann sagt dann immer, oh, das ist jetzt schön, dass er endlich tot ist, oder es ist traurig, dass er tot ist, sondern einfach, dann ist es halt einfach so. Ne? Genau. Aber interessant ist halt eben, ich meine, diese Frau und dieser Mann waren sicherlich noch nicht mal Strom eingetreten in dieser Jataka-Geschichte. Mhm. Ne? Und die hat. War die Kisa Gotama später, die Frau. Naja gut, dann hat es natürlich Barami gehabt, weil es war dann, Kisa Gotami war später eine Nonne zur Zeit des Buddhas, die dann auch Arhat geworden ist, auch erwacht. Und nochmal ihr Kind verloren. Und nochmal ihr Kind verloren hat, genau. Aber der Unterschied zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit, also genauso wie man Upeka braucht, um zu schauen, muss man auch schauen wollen, um Upeka zu entwickeln, statt Gleichgültigkeit. Also Upeka ist das, was genau hinschaut, und Gleichgültigkeit, das interessiert mich nicht, mehr, würde ich gar nicht sehen. Arahaṁ Sammā Sambuddho Bhagavā Buddhaṁ Bhagavantaṁ Abhivādin.
Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami.